Um auf einen Einserschnitt im Studium zu kommen, reicht es nicht, sich auf die Klausurvorbereitung zu verlassen, dort den ganzen Stoff zu lernen und dann jede einzelne Klausur mit 1, zu bestehen. Denn wenn du verlässlich und sicher Top-Noten schreiben möchtest, dann sollst du dir auch anschauen, wie du den Semesterstart gleich richtig gestaltest, sodass du richtig ins Semester reinstartest, dass du dir am Ende viel Nerven, viel Lernen und damit auch viele Fehler in der Klausurenphase vermeiden kannst. Und wie du das richtig anstellst, dafür habe ich mit dir mal diese Checkliste zusammengestellt. Denn was einer der größten Fehler von vielen Studenten ist, dass sie in den ersten Wochen vom Semester erstmal wieder reinkommen, weil sie gerade vom Urlaub gekommen sind, aber eben an der Uni ist nicht mehr so wie in der Schule, ab der ersten Vorlesung wieder direkt losgeht und du direkt wieder am Start sein musst. Und wer dort eben dann am Anfang nicht gleich mit dabei ist, erst wieder Zeit braucht, überhaupt in seinen Alltag, in seinen Rhythmus reinzukommen, der verpasst die ersten 2, 3 Wochen schon relativ viel, kriegt dafür die ganzen folgenden Wochen weniger mit und dann stapelt sich das immer weiter an, bis in der Klausurenphase es dann wieder unnötig stressig wird und damit dann eben auch in der Regel eben schlechtere Noten am Ende rauskommen. Und deswegen ist gerade der Semesterstart so entscheidend, weil wer dort gleich richtig reinstartet, gleich strukturiert beginnt und eben dann so es direkt schafft, Woche für Woche mitzukommen, der wird es eben auch in der Klausurenphase leichter haben und damit eben auch bessere Noten schreiben. Es kommt nicht nur auf die Klausurvorbereitung an, sondern das, was du das ganze Semester über machst, weil wer es schafft, mehr in der Vorlesungszeit gleich mitzunehmen, gleich mehr abzuspeichern von dem Stoff, der muss in der Klausurvorbereitung weniger machen und schreibt damit dann bessere Noten. Ich will aber gar nicht groß drumherum reden, sondern fangen wir direkt mit der Checkliste an, und zwar dem ersten Punkt, dass du am Anfang vom Semester dir erstmal einen allumfassenden Überblick verschaffen solltest. Und das heißt nicht nur, dass du dich bei deinem Uni-Netzwerk einloggen sollst, dir deinen Stundenplan zurechtlegen sollst und das vielleicht in einer Kalenderübertragung, dann war es das, sondern auch die Termine, die über die Uni hinaus du ja Woche für Woche oder auch das Semester über erledigen musst, dass diese auch schon klar für dich festgelegt sind und eben klar für dich eingeplant werden. Das heißt, dass du nicht nur die Übungen, die Vorlesungen und die Tutorien, die sowieso von der Uni angeboten werden, wirklich einplanen solltest, sondern auch sowas wie Sprechstundentermine, dass du mal guckst, habe ich irgendwelche Hausarbeiten, irgendwelche Eigenarbeiten, in welchen Modulen gibt es Hausaufgaben, die abgegeben werden müssen, was sind da die Deadlines, dass du dir all das am Anfang wirklich erstmal zurechtsuchst und dann das eben auch für dich wirklich langfristig planen kannst, damit du wirklich einen Semesterplan für dich hast und nicht so von Tag zu Tag lebst. Weil je früher du das einmal für dich festgelegt hast, vielleicht auch zu Hause an einem Whiteboard von dir, ich würde jedem Studenten empfehlen, sich ein Whiteboard in sein Zimmer zu hängen, weil das ist super, um so eine langfristige Planung zu machen, dann kannst du dort mal die ganzen Termine mal festlegen und dann kannst du mit einer gewissen Weitsicht an die Themen rangehen. Weil wenn du immer der bist, der auf den letzten Drücker die Abgaben gerade so schafft, dann ist das immer unnötig Stress, es wird immer auch irgendwo dann schneller dann mal zu Fehlern kommen und einfach dafür sorgen, dass du dann Abgaben mal nicht ganz schaffst oder nicht so mit der Zufriedenheit, wie du es eigentlich machen wolltest und damit dann eben auch Notenpunkte liegen lässt. Darüber hinaus sind sowas wie die Sprechstundentermine von den Professoren sehr wichtig, dass du eben auch während des Semesters schon anfängst, die Wissenslücken für dich immer wieder aufzufüllen, weil je mehr du das während des Semesters machst, desto weniger musst du in den wenigen Wochen vor der Prüfung noch machen, und das sollte immer dein Ziel sein, weil je mehr in der Klausurvorbereitung, die ja immer nochmal eine etwas stressigere Phase ist, weil einfach nochmal mehr ansteht, je weniger du dann dort noch aufholen musst, desto besser und desto mehr willst du also in der Vorlesungszeit dich schon aneignen, deswegen auch immer Sprechstunden in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit, die die Uni einem bietet, das Wissen sich zu holen, sollte man eben immer in Anspruch nehmen. Und die letzte Sache, und das ist jetzt auch der zweite Punkt der Checkliste, dass du dir wirklich auch eine Uni-Routine zurechtlegst. Das heißt, du hast nicht nur deinen Stundenplan, der von der Uni vorgegeben ist, mit allen Vorlesungen, allen Räumen, allen Übungen und allen Tutorien, sondern auch die Termine, die an Eigenarbeit geschafft werden müssen. Das heißt, das Vorarbeiten der Vorlesung, das Nachbereiten, das Durchrechnen von Hausaufgaben, die Woche für Woche anstehen, dass du am Ende wirklich nach den ersten Wochen der Vorlesungszeit wirklich eine klare Routine für dich hast, die du einfach Tag für Tag abarbeiten kannst und weißt, dass du Woche für Woche eben mitkommst. Und das willst du für dich am besten in einem digitalen Kalender machen, weil dort kannst du dann anfangen, die Termine dir hin und her zu schieben, und generell nutzt man heutzutage, wird man auch später im Job viel mit digitalen Kalendern arbeiten. Das heißt, je früher du damit in Berührung kommst, desto besser. Wenn du jetzt aber noch jemand bist, der sagt, hey, ich mache das alles im Kopf, weil das kriege ich immer alles easy hin und ich behalte das alles, dann stimmt das vielleicht, und das glaube ich dir auch, dass du alle Termine im Kopf behalten kannst, aber du musst dich mal fragen, ist das denn wirklich effektiv? Ist es wirklich sinnvoll, dir alle Termine im Kopf zu behalten, obwohl sie dein Handy oder dein iPad wirklich sich viel besser merken kann als du? Oder musst du das wirklich selber machen? Weil eigentlich alles, wofür du deinen Kopf nicht unbedingt brauchst, und das ist eben sowas wie Termine sich zu erinnern oder irgendwelche To-Dos sich zu erinnern, das sind alles Sachen, die du am Ende an dein Handy abgeben möchtest oder an eben dein iPad abgeben möchtest, weil du damit mehr Kapazität im Kopf hast fürs Lernen. Also auch wenn du sagst, hey, ich krieg das alles im Kopf hin, das glaube ich dir, aber du willst trotzdem mal angefangen, dich zu gewöhnen, das alles eben, die Technologie eben zu nutzen, die ja auch schon da ist, die Vorteile davon zu nutzen, damit du mehr Kapazität im Kopf hast für
für das, wofür du es wirklich brauchst, nämlich fürs Lernen. Weil am Ende in der Prüfung darfst du nicht mit dem Handy da sitzen und dir das ganze Wissen holen, sondern da muss es alles im Kopf sein und dafür willst du die maximale Kapazität zur Verfügung haben. Der dritte sehr wichtige Punkt zum Semesterstart ist, dass du mal gleich zu Beginn dir die Altklausuren heraussuchen möchtest und dann dir dort auch schon mal einen Überblick machen willst. Du willst jetzt nicht gleich am Anfang dir denken, oh, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll und vielleicht schon versuchen, Aufgaben zu lösen. Nein, aber du willst schon einen Überblick haben, was denn am Ende auf dich zukommt. Weil auch wenn du jetzt noch gar keine Ahnung von dem Fach hast und von den Modulen oder von den Aufgaben, die eben in den Altklausuren drankommen, wirst du auch trotzdem dir schon einen Eindruck verschaffen können, ist das jetzt sehr, sehr anspruchsvoll, ist das sehr umfangreich, sind die Klausuren nur 60 Minuten, 90 Minuten, Multiple Choice, sind es lange Antworten, kurze Antworten, wie auch immer. Aber das hilft dir auch schon mal einen Einblick darauf zu bekommen, worauf du dich denn das ganze Semester, die Vorlesungszeit über hinarbeiten möchtest. Und deswegen würde ich auch empfehlen, gleich von Beginn an sich die Altklausuren rauszusuchen und eben sich damit einen Überblick zu verschaffen. Dazu auf jeden Fall auch noch zu gucken, dass du dich mit höheren Semestern connectest, die dir eben auch nochmal Informationen über das Modul geben kannst. Das ist wie ein kleiner Cheatcode, wenn du mit ein paar Leuten einfach cool bist, die dein Studium schon oder das sind die Module schon absolviert haben, die du gemacht hast oder die vielleicht schon im Master sind und deinen Bachelor schon gemacht haben, weil die können dir immer nochmal Infos zu Professoren geben, zu Dingen, die sie selber gerne gewusst hätten davor oder eben zu gewissen Prüfungen, wie du dich am besten darauf vorbereitest, was du auf jeden Fall für dich einbauen solltest. Weil gerade wenn du dann zum Beispiel bei den Altklausuren siehst, hey, da gibt es eine Prüfung, die ist sehr ausführlich, die sieht sehr anspruchsvoll aus, dann kannst du dort mal auf höhere Semester zugehen und fragen, ist das denn wirklich so? Und gerade wenn das dann solche Brecherklausuren sind, solche, wo viele immer durchfallen, dann ist das eine sehr wertvolle Information, dass du dort weißt, hey, da sollte ich unter dem Semester eben mal genau auf die Punkte achten, die in den Altklausuren drinstehen. Ich muss da also nochmal mehr Gas geben, vielleicht mal die eine Einheit mehr die Woche noch einplanen, damit du eben dann schon von vornherein anders an das Modul rangehst, dich darauf einstellst, dass es anspruchsvoller wird als die anderen und damit dann eben auch eher eine Chance hast, das gleich gut zu bestehen in der ersten Klausurenphase und ein Durchfallen vermeidest, weil das ist immer das, was wir vermeiden wollen, weil du damit einfach immer sehr, sehr viel Zeit verlierst, dann nochmal lernen musst, dann ist nochmal mehr Druck dabei bei Zweitversuchen oder Drittversuchen. Das heißt, das wollen wir immer so weitestgehend vermeiden und das machen wir eben, indem wir uns von Anfang an damit beschäftigen, was denn auf uns zukommt in der Klausurvorbereitung und wie wir uns denn da am besten darauf vorbereiten. Und der vierte sehr wichtige Punkt ist, dass du dir einmal auch anschaust, wie lief denn das gesamte letzte Semester, dass du, wenn du dort gemerkt hast, hey, ich hatte schon eine ganz gute Uni-Routine, das hat eigentlich geklappt, aber in einem Modul bin ich schnell hinterhergefallen und habe das dann nicht mehr auffüllen können und deswegen enorme Probleme in der Klausur gehabt. Oder du merkst, du hast einfach die Vorlesung kaum effizient nutzen können, du schreibst dir noch viel zu viele Notizen und es bleibt wenig hängen und die Klausurphase war sehr, sehr stressig. Also du willst dich mal damit beschäftigen, wie lief denn das letzte Semester, welche Learnings kannst du jetzt daraus ziehen, was du fürs nächste Semester anders machen kannst, damit das nicht mehr so fortläuft, noch nicht mehr so passiert und du damit dich eben auch weiterentwickelst. Weil du kannst nicht in ein Studium starten im ersten Semester und gleich alles perfekt machen, sondern das ist ja auch ein Lernprozess, wo du dich verbessern möchtest und wo du dich eben auch von Semester zu Semester steigern solltest. Das geht aber nur, wenn du dich auch mal reflektierst, wie lief das letzte Semester, womit bin ich zufrieden, womit nicht zufrieden und mit den Sachen, die nicht so gut geklappt haben, dich fragst, wie kannst du das denn jetzt angehen, um das im nächsten Semester besser zu machen. Und dann gerade, wenn du eben merkst, hey, du hast enorm viel in der Klausurvorbereitung gelernt oder du hast nicht so die Noten geschrieben, die du eigentlich schreiben wolltest, dann solltest du auf jeden Fall an deiner Lerntechnik arbeiten. Weil wenn du noch mit vielen stichpunktartigen Zusammenfassungen lernst und mit einer Unmenge an Karteikarten und es einfach ständig wiederholst, bis es irgendwann im Kopf drin ist, dann wird das immer sehr, sehr stressig sein. Aber da komme ich wieder zum ersten Punkt. Es kommt darauf an, wie du von Semesterbeginn an das Ganze angehst. Weil wenn du das ganze Semester über in die Vorlesung gehst, dir deine Zusammenfassung schreibst, aber in der Klausurvorbereitung dann das Gefühl hast, du musst eigentlich wieder von Null anfangen, alles zu lernen, dann zeigt es doch, dass du das ganze Semester über nicht wirklich effizient genutzt hast. Und da gibt es einfach eben nochmal andere Methoden, die du anpassen solltest, worüber wir hier auch auf dem Kanal reden, wie du eben das besser hinbekommst. Und wenn du da mal noch mehr Unterstützung möchtest, wie das denn konkret auch für dich aussehen kann, trag dich mal gerne unter dem Video für eine kostenlose Lernanalyse bei uns ein. Da schauen wir uns mal genau deine Situation an. Ist alles komplett kostenlos und unverbindlich, wie du im Studium gerade vorgehst und geben dir konkrete Tipps und Techniken mit, die du für dich umsetzen kannst, um bessere Noten mit weniger Aufwand zu schreiben.